ihr findet, dass eure alten Schuhe ein bisschen mehr Pep vertragen können, dann bleibt unbedingt dran, denn ich zeige euch, wie ihr euren Schuhen ganz einfach einen neuen Look verpassen könnt. Und dafür habe ich mir jetzt Accessoires besorgt, und zwar Gürtel, Broschen, Tücher, Ketten, werdet ihr gleich alles sehen. Wir starten jetzt einmal mit den High Heels, mit ganz schlichten schwarzen. Ich glaube, die hat auf jeden Fall jede Frau im Schrank, und die pimpen wir auf mit Schuhbroschen. Und die sind super praktisch. Erstmal ist das Anbringen echt einfach, weil die haben hinten hier so Klemmen, und da macht man das hier einfach drauf. Ich zeige euch das einmal. Ist auf jeden Fall auch fest, also da braucht man gar keine Angst haben, dass es nicht hält oder so. Und schon sieht der Schuh aus wie ein ganz neuer. So, das Ganze könnt ihr auch mit einem auffälligeren High Heel machen. Da denkt man, ja, der ist schon auffällig genug. Dieser Schuh braucht eigentlich gar nicht viel, aber ich möchte euch einmal zeigen, wie toll das auch mit Brosche aussieht. Klemm das hier einmal ran. Und ich finde, das wirkt auf jeden Fall richtig gut. Es gibt auch noch andere Varianten von Broschen, und zwar die mit einem Magneten hinten. Aber auch die sind super easy anzubringen. Und zwar könnt ihr den Magneten hier lösen. Der kommt dann, jetzt brauche ich hier ein bisschen Armplatz. Der kommt dann einfach hier rauf und der Magnet hier rein. So. Auch das sitzt. Ja, die Blume ist ein bisschen groß, aber da muss man halt immer gucken, was sieht zu meinem Schuh am besten aus. So, als nächstes schnappe ich mir meinen Stiefel. Der ist braun und perfekt für die Herbsttage jetzt. Da arbeite ich jetzt mit einem Gürtel. Und zwar habe ich mir da farblich einen passenden zu ausgesucht. Und stilmäßig, finde ich, passen auf jeden Fall Nieten sehr gut dazu. Und ihr werdet sehen, was das mit dem Stiefel macht. Den lege ich jetzt hier einfach rum. Da müsst ihr einfach nur darauf achten, dass ihr dann mit der Schnalle auch außen bleibt, sodass es schön sichtbar ist, wenn man den Stiefel dann trägt. Und fertig ist der neue Look. Kommen wir jetzt zu einer Stiefelette im Western-Look. Und der ist wirklich super schlicht, vielleicht nicht unbedingt auffällig, aber das ändern wir ganz schnell. Und hier ist es auch wirklich wichtig, dass wir die Accessoires auf den Schuh abstimmen. Und zwar habe ich hier auch einen Gürtel besorgt, der im Western-Look ist. Und ihr werdet sehen, wie toll das aussieht. Also ich würde den, glaube ich, auch nur noch so anziehen. Sieht aus, als ob dieser Gürtel zu diesem Schuh gehört. Oder was denkt ihr? So, als nächstes habe ich eine Lackstiefelette, auch wieder im Western-Look, aber mache jetzt was ganz anderes. Und zwar habe ich diesmal neben einem Gürtel auch ein bisschen Stoff besorgt und sogar eine Kette. Und das friemeln wir hier jetzt dran. Der Stoff muss auch nicht sauber abgeschnitten werden oder so. Da macht ihr euch einfach einen Streifen fertig und wickelt den hier so rum und achtet einfach darauf, genau, dass alles gerade liegt, aber auch, dass das Ende hier innen verschwindet. Dafür drehe ich das einmal so um und verstecke das Ende einfach hier drin, hier drunter. Und da müsst ihr auch keine Angst haben, dass das nicht hält oder so, denn das Ganze wird jetzt nochmal gestützt mit einem Gürtel. Wem das zu wenig ist, der kann dann halt auch noch ein bisschen Schmuck dazu nehmen. Also hier habe ich jetzt einfach eine Gliederkette, die ich jetzt auch hier einfach rumlege. Und die Enden stecke ich jetzt einfach hier durch, sodass die hier noch ein bisschen runterhängen. Und fertig ist auch mein letzter Schuh. Ich finde, der ist auch recht schick geworden. Und wenn ihr einen Schuh habt mit einem Reißverschluss, dann müsst ihr natürlich erst einmal den Schuh anziehen und dann halt die Accessoires anlegen. Ganz anders bei einer Schlupfstiefelette, denn hier könnt ihr den Schuh vorher aufpimpen, braucht nichts mehr abmachen, schlüpft ihr einfach rein und los geht's. Und ja, das war's aber auch schon. Und ich hoffe, das Video hat euch gefallen, war mal was ganz anderes. Ganz viele Kommentare von euch wünsche ich mir und möchte auf jeden Fall mal wissen, ob ihr diese Schuhbroschen vorher schon kanntet. Das interessiert mich. Und ansonsten habe ich euch diesmal mal meine Playlist verlinkt. Ja, da könnt ihr euch noch mal ganz viele weitere DIYs angucken. Ganz viel Spaß dabei und bis nächste Woche Sonntag. Bye, bye.